Willkommen zurück. Ja, wir haben Donnerstag. Es geht Richtung Wochenende. Morgen fängt Europameisterschaft im Fußball an. Wir haben den 9. Juni 2016. Und wenn es Richtung Wochenende geht, merkt man schon so langsam die Bot-Teams. Und das wird eines der besten Beispiele. Das Spiel fängt erstmal richtig gut an. Mehr verrate ich nicht. Und dann kommt das Gebotte. Ich fahre hier Fullspeed. Mache irgendwie noch nichts auf. Also der Gegner pusht hier nicht. So, scoute hier schon mal sein STI. Wird schon beschossen. So, jetzt merkt er, dass er einen Fehler gemacht hat. Wird von mir noch gekettet. Und mit 0 Damage geht er aus dem Spiel. Ich fahre hier lang. Der Gegner will schon bei uns in die Base. Die sollen gefälligst da mal deffen, weil sonst haben wir gleich keine Arti. Der Bulldog vom Gegner. Sehr, sehr mutig unterwegs. Ich werde jetzt mal den einen Abfangjäger simulieren. Bulldog auch noch rausgenommen. Kassier jetzt von hinten. Stell mich erstmal safe. 3:1 für uns. Jetzt müsste unser Team mal ein bisschen nach vorne, da links mal ein bisschen deffen, aber die bevorzugen es, da hinten rum zu chillen. Ich mache hier in der Mitte auch noch diverses Zeug auf, da oben am Hill. Ihr seht also, gescoutet ist genug, ne? Daran scheitert es nicht. Es liegt halt nur daran, dass die da oben irgendwie alle AFK-Bot am rumchillen sind. Ich fahre ein Haus weiter, weil hier etwas mehr Platz ist zum Safe stehen. Ich bin verschnupft, Heuschnupfen, also wundert euch nicht. Spotte wieder. Es passiert nichts. Der Knaller kommt am Ende, weißt du. Ich spotte und spotte und am Ende schreibt einer, du hast nichts getan und du hast nichts gespottet. Müsst ihr gleich mal drauf Acht geben, ey. Ich ping hier verzweifelt nach rechts und links, aber irgendwie bewegt sich keiner von unserem Team. Ich spule auch mal ein bisschen vor, weil sonst... Dem habe ich auch Moonlager zerstört, das sieht man dann später in den Stats. Schön den Ruh rausgenommen. Es bewegt sich immer noch keiner. Die chillen alle in der Mitte da, ne? Keiner pusht irgendeine Seite oder deft oder irgendwas. Die einzige, die hier gut mitwirkt, ist die Arti. So, macht dort den Jagdpanzer E100 auf. Der hier quer lang fährt. Jagdpanzer ein zweites Mal eine gedrückt.
seht ja, es ist genug gespottet, so. Es kommen nur keine Schüsse, weil die alle zu weit da hinten stehen, ne? Ihr seht ja, wir sind am Gammelcampen. Und da kann man halt nicht wirken, ne? Weil hier zu viele Häuser sind. Da müsste man schon ein bisschen vorfahren. Da. Der ist auch gespottet. Wie gesagt, es kommen nur keine Schüsse, ne? Wie denn auch, wenn man da hinten Bot campt? Am Rande der Verzweiflung hier am Rumpingen. Es bewegt sich keine Sau, ne? Ob Heavy, Med, was auch immer, die chillen alle da hinten schön. Es hat keiner die Absicht hier zu gewinnen. Hier, der ist schon wieder gespottet. Kommt nix. Kommt einfach nix. Ey, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du ein Bot-Team hast, ne? Das ist so, wie wenn du alleine gegen irgendwie 15 Mann da irgendwie am Kämpfen bist. Das ist einfach so ein elendiges Gefühl, ne? Dass keiner mitwirken will. Jo, kassier schon von da in der Mitte. Pass auf, 8 zu 4, ne? 8 zu 4, jetzt könnte man meinen, wir haben doppelt so viel Panzer wie die, jetzt würden die sich mal bewegen. Ne, Pustekuchen, pass auf. Es wird gechillt. Wir haben doppelt so viel Panzer wie die, ne? Und die bewegen sich nicht. Inklusive der Arti. Ja, so, jetzt steht schon wieder 8 zu 5. Jetzt schon wieder 8 zu 6. Am geilsten ist unser Tiger 2 Platoon. Löwe und Tiger 2, die werden beide mit 0 Damage aus diesem Spiel gehen. Ich werde euch auch die Stats zeigen. Also die sind richtig hart am Botten. Es kommt keiner zu Hilfe, das ist so geil. Ich feier das. So, ich kann dem noch eine drücken. So, die Zeit läuft uns davon. Es sind bald nur noch 2 Minuten. Und spätestens jetzt müssten sie sich bewegen, aber tun die nicht. Die chillen lieber. So, pass auf, was der jetzt von sich gibt hier, unser Autoloader. Pass auf, guck mal unten links. Guck mal, was der jetzt schreibt. Irgendeiner schreibt jetzt, ich hätte das ganze Spiel nichts gemacht. Es ist so geil, Mann. Nur noch 2 Minuten zu spielen, ne? So, hier. Du bist der Noob T49, du hast nichts gemacht, das ganze Spiel. Voll geil. Extrem lustige Geschichte, Mann. Ausgerechnet der am meisten. Jetzt machen die auch noch Teamkill, pass auf. Der fährt vor, will den killen und kriegt von hinten, ey. Ich meine, man sieht ja anhand der Erfahrung, ich hab, sieht man auch am Ende des Spiels, von beiden Teams die höchste Erfahrung. So. Hier. Löwe und Tiger 2. Unser Bot-Pärchen. WZ chillt hier auch sein Leben. Die Zeit ist schon längst abgelaufen, ne? Anstatt mal zu fahren, damit die Arti wirken kann, chillt der immer noch an der Base. In der letzten Minute des Spiels. Die letzten 30 Sekunden des Spiels chillt unser Scout an der Base. So. Jumbo E50M überlebt. Spiel unentschieden. Wir sehen uns bei den. Hier die Gefechtsergebnisse.
Bisschen Spot auf den Jumbo AMX 50B. Circa auf Jagdpanzer Schaden gemacht, auf STI 214 Schaden gemacht, plus noch ja, sieht man ja, Spot Damage bzw. Assist Damage. T54er Moonlager raus mit 440er Schelle, Ruhr rausgenommen, Bulldog rausgenommen. So, circa 2000 Damage, 1700 Assisted. Und wenn man guckt, von beiden Teams die höchste Erfahrung, sowohl von unserem Team als auch da drüben. Insgesamt der beste aus beiden Teams. E50M von Jumbo hat noch überlebt. Und jetzt zieht euch mal bitte unser Bot-Platoon hier rein. Einmal Tiger 2. Gehen wir mal auf die Stats. 35.000 Gefechte, eine 2000er WOT-Wertung bei 300 Average Damage. Das heißt, der Typ, der geht ins Spiel und dann holt er sich erstmal einen Kaffee und chillt erstmal AFK-Bot. Löwe, auch nicht besser. 40.000 Gefechte, 4000er WOT-Wertung. Läuft bei dem. Dank diesen zwei Bots, die rumgebottet haben, die hätten ja ruhig mal ein bisschen schießen, fahren, irgendwas, so wäre schon cool gewesen auf jeden Fall, ging dieses geile Spiel, was geil begonnen hatte, dann am Ende doch unentschieden bzw. verloren. Ja. Würde mich freuen, wenn ihr hier abonniert, auch meinen Kraftsportkanal abonniert. Beide Kanäle sind verlinkt unten in der Beschreibung und bewirbt euch, wenn ihr zu uns wollt. Bis dann.